Ich sag mal so, wunderschönen guten Tag. Willkommen auf meinem YouTube-Kanal zu einem neuen Vlog rund um das Thema Skateparks. Heute dabei Dessel. Was geht ab? Willkommen. Kurze Story dazu, wir sind gerade im Studio in Bamberg, haben kurz das Auto entwendet, zum Skatepark gefahren, weil der gute Dessel meinte, ey, in Forchheim ist ein Skatepark, der sieht aus, als gäbe es da cremigen Asphalt. Wirst du vielleicht die eine oder andere Kickflip-Aktion oder Ollie-Styles machen? Auf jeden Fall, ich versuche mich, ich habe es versprochen. Kickflip wird passieren, ob ich ihn stehe, stehe den Stern. Nur mal angenommen, du hättest vor kurzer Zeit einen Bandscheibenvorfall gehabt, nur mal angenommen. Ja. Also, wirst du es wirklich durchziehen? Ja? No pain, no gain. Wir sind noch auf der Suche nach dem geheimen Spot. Es ist auf jeden Fall gut versteckt. Dissel, nur mal angenommen, man hätte im Studio die Sonnenbrille liegen. Ja. Und draußen, man geht raus mit dem Skateboard, man dreht einen Vlog. Und nur mal angenommen, man hat die Brille jetzt im Studio liegen gelassen. Ja, dann sieht man auf jeden Fall aus. Also Sonnenbrille, sagst du, war eine schlechte Idee? Sonnenbrille war schlecht und vor allem, wir sind halt komplett in Schwarz, ne? Ja, ich habe das immer. Wenn der heißeste Tag, das beste Wetter, ich bin black on black und schwitze mit der Achseldackel wund. Und Beanie. Ja, aber Beanie ist nur, weil ich so Unkraut auf dem Deckel habe. Und ganz kurz mal zum Thema Skateboard. Ich hatte mir ja damals dieses wunderbare Board geholt, Santa Cruz mit dem Logo drauf, weil ich einfach so Oldschool-Vibes irgendwie habe bei Santa Cruz. Auch bei Paul Peralta, was gab es damals noch, Natas und so weiter und so fort. Und hatte mir diese Independent-Achsen dazu geholt. Da waren aber die Standard-Bushings drin, aka Lenkgummis. Die fand ich zu weich. Hab mir jetzt hier neue Lenkgummis bestellt. Extrem hart, glaube ich, auch von Independent. Könnt gerne mal in die Videobeschreibung reinkloppen, was ihr da für Lenkgummis präferiert. Hier rechts ist es sehr idyllisch. Sieht super geil aus. Riecht auch sehr gut, sehr nach Pilz. Und das Moosige, das ist gut. Wir sind in der Natur. Da drüben ist ein Basketballplatz. Hier sind lauter Plätze. Hier ist ein Kampfplatz. Die kämpfen da, wie man sieht, die machen hier MMA. Was ich schon sagen muss, Geil. Der Weg dorthin ist schon sehr idyllisch. Ja, auf jeden Fall mega schön. Wir haben auch das perfekte Wetter. Es ist aber echt viel los, ne? Brutal. Ey, was ist denn das hier? Guck mal, ja. Müssen wir hier rüber? Erlebnisspielplatz hier, das ist viel geboten. Das ist, ey, ganz ehrlich, warst du hier schon mal? Ich war hier noch nie. Also muss ich von Berlin nach Bamberg kommen, damit ich dir Forchheim zeige? Ja, es ist halt wirklich so. Also in Bamberg ist halt so schön, dass man Forchheim manchmal einfach ein bisschen meidet, aber das ist auch ein bisschen so die regionale Ignoranz. Vielleicht sollte ich mich öffnen und öfters hier sein. Ach, ist es so? Ist Bamberg und Forchheim so ein bisschen badabum badabang? Ja, ein bisschen shabbity debber. Dies, das, oben, unten, links, rechts. Ehrlich, Kartüngel auch. Ja. Hier ist Minigolf und krasse Fahrräder. Das ist ein krasses Bike. Okay, jetzt wird kurz Bike Styles. Das ist mega krass. Saxonette habe ich noch nie gesehen. Aber wie weißt du, dass es ein krasses Bike ist? Weil es einfach krass aussieht. Also das ist ja schon hart idyllisch. Also die Enten sind am Chillen. Ente gut, alles gut. Wir glauben, dass wir die Sache gefunden haben. Oh ja, der erste Eindruck ist schon nice. Dissel, was sagst du? Finde ich auch auf jeden Fall geil. Auch geil mit dem Zebrastreifen hier, dass auch die Verkehrsregeln beachtet werden. Dissel will wirklich durchziehen. Also, aber warte mal, willst du dich nicht warm machen oder irgendwas? Nee, Mann, das ist alles nur Show. Warm machen ist alles nur Show. Man muss immer ready sein, immer bereit sein. Ich habe in meinem Leben noch nie einen Kickflip gestanden. Ich fahre überhaupt, also ich skate nicht, aber man tut es ja für die Sache. Warum rolle ich rückwärts? Auf jeden Fall sind da vorne die ersten zwei Skater eingetrudelt. Man sieht sie ihn direkt an am Kleidungsstil. Das finde ich gut, dass die Kultur auch leben. Also ich sag, wie es ist. Hier oben ist auf jeden Fall butterweich. Wie wir eben natürlich schon gesagt haben, ist in Berlin so viel Locations. Hier ist ein Park. Ja, auf welcher Umgebung? Forchheim, 25.000 Einwohner. Also es kommt hier jeder hin, weil es nur das hier gibt. Und hier drüben auch Basketballkörbe. Also ey, Dissel, man muss schon sagen, das Areal hier ist wunderschön. Ja, schon. Auf jeden Fall auch für die Jugend. Hier ist einiges, wie gesagt, Basketball, Fußball, Leichtathletik, Spielplatz, Minigolf. Hier ist auch ein Gasthaus. Skatepark, alles da, was man braucht. So. Also ich glaube, das war so von den Vlogs, die ich gedreht habe, wirklich die kürzeste Session auf dem Skatepark. Die Location ist nice, ja. Muss man wirklich sagen, aber ey, ist mir zu hektisch. Zu viel Action, zu viele unter 10-Jährige. Es ist wahrscheinlich einfach für die Families, die hier leben, ein Spot, wo die am Sonntag hingehen können und die Kinder können sich austoben. Genau, genau. Praktisch wie ein Spielplatz, aber jetzt jemand, der da mit seinen Jungs skaten will, ist es für einen Sonntag der falsche Spot. Absolut.
Da würde ich eher hier Magnetangeln gehen auf der Brücke. Was mich wundert, gibt es eigentlich noch Leute, ist das noch so ein Ding, dass man mit Rollerblades rumfährt? Man sieht voll selten, oder? Das können die Leute gerne mal in die Videokommentare schreiben. Ey, übrigens, eine Hausaufgabe für dich. Ja. Du kannst in die Videokommentare von dem Video, sobald der Vlog online ist, wenn du mal unter der Woche hier in der Nähe bist, fährst du mal vorbei. Und schreib rein, ob das genauso ist. Genau. Ja, das mache ich. Ja? Hast du es in ein Hausaufgabenheftchen geschrieben? Yes. Lange Rede, dem kurzer Sinn. Es war geil, uns war auch mal rauszugehen. Aber ich würde sagen, wir steppen wieder zurück ins Studio. Kommentiert das Video trotzdem sehr gerne. Schreibt auch mal eure Infos zu euren Lenkgummis. Wie vorhin erwähnt, ansonsten, was geht denn eigentlich bei dir mit Mucke? Ey, aktuell, jetzt im Herbst kommt ein neues Lied raus. In der Tat, Dizzle Maurice und eine EP. Aber ansonsten hält sich der Fleiß gerade in Grenzen, einfach weil viel im privaten Leben, im beruflichen Leben sich tut und man braucht ja auch Platz und Zeit, um sich kreativ voll zu entfalten. Aber es kommt im Herbst definitiv eine neue Single und ein neues Video. Geil, ich glaube, ich verlinke auch mal die ein oder andere Video-Styles von dem guten Dissel in den Videokommentaren. Wir haben ja früher auch zusammen Videos gedreht. Zwei Stück waren es, ne? Eins auf dem Hochhaus und eins bei den... Wie heißt dieses mit dem Orangenen? Was ist da? Das Messegelände. Genau, Messe. Oh, genau, O-Beine. Ja. Und wir waren bei dem guten Dude mit den Oldschool-Autos. Ah, stimmt, ja, genau. Das war aber auch O-Beine. Ja, ja, ey, das verlinke ich euch auf jeden Fall in den Kommentaren. Checkt mal ab vom guten Dissel. Haben wir gerne gequatscht, ey. Kunden, wenn man sie sieht, Mucke ist gar nicht dann irgendwie Thema. Krass. Aber jetzt reden. Lehm ist Thema. Das Lehm, Leute, das Lehm. Das ist Thema. Ey, auf jeden Fall. In diesem Sinne, wir fahren zurück ins Studio. Ich würde mich freuen über einen Kommentar. Däumchen nach oben, abonniert den Kanal, checkt Dissel ab und bleibt da gesund. Bis ganz bald. Ahoi. Peace. Servus.